Hast du das von Will Smith mitbekommen? Wie er diesem anderen Dude so voll die Schelle gegeben hat? Voll geil, hä? Komm, Junge! Mega nice, hab ich gefeiert. Oscars sind ja so oder so extrem langweilig. Wer guckt sich sowas an in 2022? Come on. Aber es ist halt einfach lustig, wenn jemand geslappt wird. Wollen wir nicht zu gewaltverherrlichend sein? Es ist schon ziemlich low elo von Will Smith, jemanden zu slappen. Auch wenn ein Comedian einen sehr schlechten Witz macht, auch sehr schlechten Taste ist, dann ist die Reaktion aus meiner Sicht dazu ausgepfiffen zu werden, nicht mehr eingeladen zu werden, sowas. Gewalt ist nie eine Antwort und eine Form von Stärke auf sowas. Allein Satiriker und Comedians quasi Angst haben müssen, Witze zu machen, Angst haben müssen, auch schlechte Witze zu machen oder dergleichen, ist es ein bisschen spooky für die Meinungsfreiheit, je nachdem, wie deep wir jetzt gehen wollen bei dem Thema. Ich finde aber nicht, dass ein Comedian Angst haben sollte, geschlagen zu werden. Ich finde, er sollte Angst haben, ausgepfiffen zu werden und sowas. Komplett fein. Gewalt als Stärkemittel zu benutzen in so einer Situation, finde ich jetzt nicht so angebracht. Und yay. Last läuft doch schon mal besser als mit Karma, Tolkien, Leute. Immer ganz nice, Raptoren bauen zu können. Gerade gegen Champions, die Raptoren nicht unbedingt skippen können. Alle AOE-Jungler wollen Raptoren machen. Eigentlich will kein Jungler Raptoren skippen. Aber sowas wie die Sins gibt viel lieber Raptoren als sowas wie Talia. Auf das Gewiss. Leider nur gar keine Energy, ne? Ich kann eine Q casten. War schon glücklicherweise sein E, aber er hat ja 3 CS zu 11, also. I think we are winning this one so far. Bisschen aufpassen, dass ich hier mit Level 2 spielen kann. Nein, mit Level 3 maybe. Hätte ich Ignite. Wenn ich Level 3 gewesen wäre, hätte ich gewählt und Ignite hätte ihn gekillt. Ich hätte keinen Buff gehabt, Mann. Vielleicht dafür Ignite und alles, wäre schon cool. Wenn Sau sollte mir jedes Mal helfen mit Lane. Ich habe keine Ignite mehr und keine Shrouds und der Tomb muss rauspushen. Was sehr illegal ist, dass er nicht moved. Ich will Camin haben und dann auch recallen. 22 CS zu 7, wir haben einen Assist bekommen. Wenn wir Blue Buff bekommen hätten für Ignite und alles, wäre es vielleicht worth gewesen. Aber mein Jungler hat Rap Buff gesteelt und kriegt jetzt einen Triple Kill. Das heißt, der kann mit dem Game davon rennen. Das heißt, auch hier sind wir irgendwie supportive. Ich habe keinen, warum ich jetzt gestayed bin, aber das ist nicht gut von mir. Spiel noch Knife's Edge. Push mit mir, push mit mir, push mit mir. Könnt alle beide mit pushen. Die XP juckt mich nicht. Ich will, dass meine Wave gefixt ist. Get me out. Er hätte einen insane CS-Lead haben können, er kann die Wave jetzt low-key freezen, aber ist okay. Ich breche den Freeze dann später und er verliert sehr viel Leben, wenn er wirklich komplett freeze, tut er auch nicht. Oh, er flash ultet mich, not bad von ihm. Aber auch nicht wirklich worth. Flash raus, können wir ihn punishen? Ich muss sein E-Flashen, easy. Oh mein Gott, outplayed. Oh mein Gott, haben wir den Hops genommen. Easy, easy, geil. Das war Spaß. Doch viel mehr Hype zum Ansehen als fucking Karma, oder Twitch-Chat? Ey, das ist einfach cooler. Aber das sieht nach einem Cleanup-Enkel für mich aus. Mit unserem Gore-Drinker, sind Sau, sollte das kein Problem sein. Oh, ich hätte gerne einen Double bekommen. Und bitte töte sie wenigstens mal. Malbert hätte. Ja, weil wir dachten, ich mach mehr Schaden gegen Talia. Oh, schade, mein Gegner hätte den nicht bekommen. Nice, Mann. Schöner Play von Sinsau. Da geht einfach mit rüber, garantiert mir Priorities oder so habe, aber noch leichter so. Nein, wir Botlane. Die Gegner machen einen sehr proaktiven Play, weil die versuchen uns zuvorzukommen. Funktioniert überhaupt nicht. Wir töten instant Zarya und dann Dingens. Leider keine Kills für mich. Ich habe 4 Assists jetzt, das ein bisschen lästig ist, aber. Boah, ich hätte auf jeden Fall Talia killen können mit Double Buff. Ich hab einfach gedacht, ich mach mehr Schaden mit Ult. It's not where we had. Hallo junge Lady. Zarya muss auf jeden Fall ulten. Oder flashen. Und wirklich. Ein Orn-TP, wenn Orn ult hat und Zarya ist reinrotiert. Können wir den Shutdown von den Zarya rotiert rein, aber gut. Wir move erst recht spät. Voll den Shutdown und das ist einfach nicht so geil, guys. Er hat Flash, aber kann er ihn wirklich einsetzen? Schieb auch noch bitte! Boah, Kali macht Spaß, guys. Not bad, hä? Voll geil. Voll geil, what the fuck? Man hat echt Spaß, Alter. Der Champion ist cool. Egal als fucking Karma, Mann. Was?
Warte, ich habe noch geknallt. Ich denke immer, ich würde genug Damage machen. Das ist immer das zweite Mal. Ich gehe unter durch ihn durch und will direkt die Wave farmen und die töten, aber... Wow. Obviously, wenn er nicht stirbt, das ist nicht gut. Ja, ich hätte easy igniten können, aber wow. Leider der gleiche Fehler doppelt. Okay, ich krieg hier mal jetzt den Kill, aber... Ja, das geht natürlich obviously besser. Das geht auf jeden Fall besser. Da unterschätze ich, überschätze ich mein Damage einfach mehrmals. Mein Damage jetzt zweimal überschätzt mit meiner Level 1 Ult. Also meine Erfahrung hat Akali einfach immer alles gewonnen. Aber wie gesagt, ich habe Akali in Season 9 viel gespielt. Da war Akali noch ein bisschen mehr OP als jetzt. Das soll schon viel sagen. Der Champion ist immer noch ziemlich stark, aber... Scheiße von mir, my bad. Es tut mir leid, Chat. Das ist nicht, was wir hier sehen wollen. Wir wollen cleanere Plays. Keine Map zu teuer zu scheren. Das ist nicht mein der Weg zu spielen. What the fuck, sei? Okay, nicht gut von mir, what the fuck. Aber ich hätte eh nicht weiterfighten sollen. Aber gar nicht ulten dürfen. Meine Ult, fuck. Einfach rein Proto-Betten sollen und sie eh nicht dazu holten, die Xayah. Oh, shit, jetzt gut gedodged. Ah, gerade keine guten Plays von mir, mit der Ult zumindest. Der Typ ist wahrscheinlich fein, ja. Ja, hat Damage gemacht. Diesmal! Und rein da! Und kein Problem mehr. Warum Flash flippen? Killing Spree, yep. Gönn dir, Bro. Okay. Einmal unverbärt. Ich einfach rein Protobellen sollen in den Busch. Dann sehr einfach Q'en, E'en und rein E'en. Und dann habe ich auch Reset. Und dann kann ich danach holen, je nachdem, wie die Senna auch spielt, vor allem. Oh, ich bin unter Tom gut, bin ich tot. Nee. Passt aber. Komm, zieh immer mich stolz. Oh! Schade, bin ich reifert von Q. Ich muss da Q treffen und ihn slowen. Hätte ich noch mehr nach vorne laufen können, maybe? Riskiere ich es, einen Turmschlag zu fressen. Aber andererseits, wenn ich ein bisschen früher nach vorne laufe. Komm, ich bin ein HP. Willst du nicht stayen? Zieh mich an. Ja. Ah, jetzt Flash! Scheiße! Er hat auch Flash? Ja, ich kann im Power Autex nicht flashen. Das ist bad. Rune ist auch super stark jetzt. Der Dallas hat sich auch Kills genommen. Ja, ich überwege, sie clean bis auf letzte E. Aber aufs ist eh rein. Was haben wir? Aber bei ihm Allgoing genau. Aber come on, Mann. Der Fall wird doch gewonnen, sind sauer. Wir haben jetzt beide Shotguns wieder weggegrieft. 850 Gold für Xayah. Habt ihr gesehen, was Ruler gemacht hat in der LCK, nachdem er einen Shotgun bekommen hat? Gegen Damwon. Should be getting rough. Oh, tötet doch jemanden schnell. Nice. Wiederbelebt werden. Ist einfach sexy. Oh, schöner Root. Ignite, bam. Und jetzt Q von Xayah. Oh, nein, geh weg, nein, 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 geil. Sauber, GG. Wirklich permasse Seed. Können wir für mich den Turm tanken, bitte? Recht clean. Ja, wirklich recht clean, Mann. Kann ich mal Spaß. Oh, Slime! Also, nur funktioniert, wenn... Oh, das sind Ohren. Und eine Talia, wo kommen die her? Und was ist das für eine Saal, für eine Renato ist? Das ist OP. Kein Damage auf diesen Champion. Aber jetzt, bam! Und sie tot? Und bitte wieder. Sie wird wiederbelebt. Sie ist gestorben. Und jetzt lebt sie wieder. Sonjas Twitch-Chat. Banshee's Veil Deathcap. Ist nicht Magic Resist ziemlich gut für mich? Wir spielen gegen Triple AP Topside. Und ein bisschen MR tut mir sehr gut, gerade auf Sidelane. Das, ach, aber Deathcap gibt auch sehr viel Sinn eigentlich. Und ich hab Bock auf aggressiven Playstyle. Sonjas. Sonjas ist nicht bad gegen Talia W. Können wir Mitte kollapsen? Ich habe keine Ult mehr, aber Ornn auch nicht. Und eigentlich zu seine Ult ziemlich wichtig für den Engage auf Ciri. Heißt eigentlich Ciri jetzt der Main Carry diesen Fight. Sollte nicht contestet werden von irgendjemandem gehittet. Und dann ist sie quite deep gegangen. Igniten Typen einfach und Damage in Ornn. Und Zeit ist einfach nur ignited und Ciri hat ihn gefinished. Also sobald der Engage wegfällt von Ornn, ist halt Ciri nicht antastbar. Dann seht ihr, was der Champion macht. Sie ist Season 12. Sie ist aber sehr deep. Okay, sie ist fucking dead. Schon ein bisschen sehr int, ne? Oh, wow. Oh, das hat nicht gedodged. What the fuck? Ja, das habe ich versucht zu predicten und... Hab mispredicted. Oh, fuck. Da muss er doch nicht gehen. We came because of you. 10,000 francs. Oh, hingelaufen, auch Attack. Wir sind sauber getammt, ich habe 30 Sekunden Shroud. Kommen wir eh mal hier nach vorne so und dann gehen wir rein. Wo einer ist es nämlich.
Lass uns einfach Nash schon fertig. Oh mein Gott, Tolkien LOL. Nein, nimmt sie mir weg, aber ich habe sie auch nicht verdient. Powerless. Kurz den Ding jetzt gesidestept, den Wut von Senna, der auf unserem Teammate war. Roto mit Kill! Schade. Ja gut, lieb zu gehen. Da habe ich gerade fett in den Loot reingelaufen, der auf einem Minion war. Kann ich enden. Was ist hier? Okay. Ah, wie Mist. Und größten. Ah, das ist aber Nexus hitten. Das ist sehr viel bessere Play. Can nobody cry. Oh, und raus, Protobetten! Nice. GG, Mann. Cooles Akali-Game. Rat der Botlane-Play war geil. Nehmen wir mit. Und sonst das nächste. Was wollen wir noch spielen? Wir haben jetzt Karma, Irea, Akali gespielt. Ich wollte Kaiser spielen. AT Kaiser, ne?